Hallo zusammen zu einem neuen Postmann-Spezial. Ich hatte ja schon mal erwähnt, es trudelt doch noch so einiges ein hier. Nicht, weil ich es wollte, aber weil es sein muss. Für euch, für Stars Spezial, kommt halt einiges noch rein. Wir gehen jetzt hier mal so durch, was der Postmann so gebracht hat. Da haben wir Steven Seagal, da hatte ich ja schon viele da, muss ich sagen, aber er hat doch noch einige gemacht, die ich nicht da hatte. Und jetzt haben wir hier das Problem, das ist ein Snapper Case und ich mag die Dinger ja nicht so. Und er kam leider, ich hatte ihn bestellt auf Medimobs. Ich will ihnen ja gar keine Schuld geben, aber vielleicht, ihr kennt das Problem, die kam hier in einem desolaten Zustand an, weil das nämlich, also zum Glück keine großen Knicke. Hier oben war eine Ecke komplett rausgebrochen aus der Hülle, aber ich habe auf dem Dachboden noch zwei oder drei Snapper Case Hüllen und da habe ich das jetzt getauscht und man sieht fast nichts mehr von dem Schaden, weil das hat hier, das Pappding hat eine kleine Ecke abbekommen. Aber darum geht es jetzt hier nicht, es geht darum, was habe ich mir für einen Film bestellt. Ich habe Fire Down Below bestellt, der ist noch aus einer guten Zeit, möchte ich mal sagen, der ist sogar ab 16 und nicht ab 18. Ja, der gute Steven Seagal. Bei dem Film muss ich ehrlich gestehen, da weiß ich gar nicht, ob ich den... Ich hatte mir eingebildet, ich hätte den schon da und ich habe echt alles durchgesucht und weiß nicht, warum ich den noch nicht da hatte. Und dann habe ich mir halt nochmal geordert. Vielleicht finde ich ihn jetzt irgendwo, aber ich habe auf dem Dachboden nichts gefunden, bei meinem Sohn geschaut. Nirgendwo habe ich den Film finden können und dann musste ich ihn halt nochmal bestellen. Jetzt steht er da und ist bereit für Stars Spezial, aber ich glaube, da bin ich noch nicht komplett. Deswegen kann ich das Video noch nicht abdrehen. Ja, da haben wir ein schönes Mediabook. Ich meine, ich bin jetzt ja kein Fan von Mediabooks, weil ich mir die horrenden Preise, da will ich ja nicht unbedingt unterstützen. Weil ich hole mir ja die ganzen Filme jetzt nicht auf Mediabook, nur weil es ein Mediabook rauskommt. Aber diesen Film gibt es nur als Mediabook. Zumindest in der remasterten Version. Und von Koch Film Medias oder wie die heißen. Ja, auch wieder Michael Dudikoff. Soldier Boys, und ich habe mir da den Trailer angeguckt und ich habe mir die Rezensionen angeschaut und viele finden den ja mit einen der besten. Und ich habe von dem Film auch vorher noch nichts gewusst. Also es ist wohl so, dass da eine jüngere Truppe zusammengestellt wird, die im Dschungel ja da einen Auftrag als Soldaten eben durchführen müssen. Und jetzt hier das Mediabook sieht also folgendermaßen aus. Hier innen ist ein Buch über den Film. Ich habe da noch gar nicht reingeschaut. Da werden die Schauspieler vorgestellt. Ist ja ganz schön gemacht, aber die Dinger sind halt nicht billig. Und den gibt es ja eigentlich nur neu. Ich glaube, der hat jetzt ein 20 gekostet. Also ich hätte jetzt, also für Michael Dudikoff ein 20 ausgeben, da muss man schon sehr, sehr vernarrt in dem sein. Also für mich war es jetzt hauptsächlich für die Vorstellung. Finde es natürlich auch schön, dass das Mediabook jetzt hier steht. Ne? Also er ist jetzt halt, er ist zu mir gewandert, sagen wir es mal so. Es sollte so sein. Dann haben wir Freelancers. Nicht zu verwechseln mit Freelance. Ich hatte nämlich den auch erst verwechselt, habe gedacht, was ist denn Freelancers? Und da machen ja drei gute Schauspieler mit. Also von 50 Cent möchte ich jetzt nicht sagen, dass er vielleicht ein guter Schauspieler ist, aber er ist ein Rapper. Dann haben wir den Forrest Whitaker, der macht da mit. Und der Robert De Niro, und wegen dem Robert De Niro habe ich es mir eigentlich geholt, weil über den mache ich ja Stars Spezial und da darf natürlich auch Freelancers nicht fehlen. Jetzt ist die Frage, worum es hier geht. Ich habe den Trailer angeschaut, aber ich kann es euch gar nicht genau sagen. Es geht hier in einem knallharten Kopfthriller um Geld, Macht und Korruption. Also gut, so viel zum kleinen Spoilern, das sagt euch natürlich jetzt gar nichts, aber ihr wisst, dass ich ihn bestellt habe und er wird nochmal erscheinen bei Robert De Niro Stars Spezial. Und dann haben wir noch einen Robert De Niro und ja, der fand ich damals, also der ist schon etwas älter. Ich muss jetzt mal schauen, wann, da steht es wieder nicht drauf.
Ich hätte es mal so gesagt, so um 2000 rum. Es ist jetzt nicht der beste, muss ich sagen, und mir hat er nie gefallen. Und ich habe ihn extra jetzt geordert wegen der Star-Vorstellung 15 Minutes, und vielleicht gefällt er mir dann doch ganz gut. Der Tod kommt live, also da geht es eben darum, Reality-TV, und da müssen die eben einen Killer finden in einer gewissen Zeit. Aber mehr kann ich euch jetzt da gar nicht sagen dazu. Es ist bestimmt schon 20 Jahre her, wo ich den Film gesehen habe, und ich fand ihn nicht gut, deswegen habe ich ihn nicht in meiner Sammlung. Jetzt habe ich ihn in meiner Sammlung und da wird er auch bleiben. Dann habe ich geordert. Ja, das tut mir natürlich leid, dass jetzt zweimal Michael Dudikoff hier auftaucht. Wir haben hier Freedom Strike, ein tödlicher Auftrag mit Michael Dudikoff für Stars Spezial. Ich meine, die werden dann alle nochmal vorgestellt, aber jetzt haben wir hier ein Postmann-Video und kein Stars Spezial. Deswegen, es ist hier ein Unboxing, möchte ich mal sagen. Ja, ich habe den Trailer angeguckt und fand die Action eigentlich ganz gut. Ist klar B-Movie, aber in der Form kriegt man das heute nicht mehr. Deswegen muss es in meine Sammlung. Und da würde ich deswegen sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Der Postmann ist durch für diesmal und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.